So, weiter geht's. In Endnachricht aus. Der lässt sich nicht mehr reparieren. Ich habe ihn kaputt gemacht. Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Wir schenken den kaputten Hubschrauber der Bundeswehr. Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als tausend Worte. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht? Gut. Na dann. Was hältst du davon, Harvey? Cool, ein kaputter Ventilator. Da könnte man einen prima kaputten Hubschrauber. Was Das hatten zum wir Geier schon. sollen wir mit einem. Oder wir kommen. Spenst Der der kommt als. Bundeswehr. Ich finde es übrigens cool in der neuen Animation, wie sie den Hasen hält, wie habe hier gehalten wird. Es war, glaube ich, anders. Ich glaube, da wurde hinterhergeschleift oder so. Und dann Ohren, glaube ich, festgehalten. Aber irgendwie finde ich toll. Toll gemacht hier. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulk. Oha. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Aber Sobald gewaltig. wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Ja, es hat sich eine durchgebohrt mit der Gabel. Ist durchgegraben. Kommt hier noch viel mehr zur Geltung als in alten Versionen. Echt deprimierendes Bild hier. Wenn man daran denkt, wo er landet. Wenn er weitergekommen wäre. Aha. Sehr hübsch. Zu. War ja klar. Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Na dann hier zurück. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Langsam werde ich richtig gut darin. Und raus hier. Ui. Ein Schläger. Ein Poloschläger. Tja. Wie war das nochmal? Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spediteur an. Also hier hinaus. Huch! Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht.
Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Ha! Niemals! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Mhm. Pock. ja. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Was? Nein, viel zu teuer. So, na dann, ich würde mal sagen, Schrank auf. Genau, ich... Ach so. Das war nehmen. Ein Schrank nehmen ist natürlich schwierig. Ja, aber wo? Ich weiß, der Schrank. Ach so. Reingehängt. So. Hulgur? Der ist offensichtlich noch K.O. Sollen wir den Tier eine Dialogoption? Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Jetzt haben wir die Dialogoption verpasst, und ist. Hallo, ihr Kleinen, hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. Ein Pokal für Buchstabieren? Kommt mir bekannt vor. Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Hurra! Ich bin die Nummer 1! Jaha! Chimp, chimp, chimp! Der Doktor ist offenbar ein Polo-Profi. Hm. Kurzen Schluck aus der Kaffeetasse. Tja. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Hier liegt ein Stift. Können wir die Unterschrift lernen? Jetzt schon? Darauf hat schon wer unterschrieben. Aha. Dr. Marcel, jetzt können wir Sachen bekritzeln. Sehr schön. Darauf hat schon wer unterschrieben. Ah, okay, die weigert sich das zu beschreiben. Mist, der Stift hält nicht auf dem Glas. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Mhm, ein Lexikon. Ich habe einen Eintrag unter E wie Edna ergänzt. Was hast du geschrieben? Edna, die Superheldin der Renaissance. Konnte Fliegen und Bratheringe bis zu 20 Meter hoch stapeln. Eine Hochstaplerin. Das Lexikon. Nein. Bin noch nicht raus. Können wir nicht, vielleicht können wir keinen Harvey vielleicht. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool!
Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna, wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hat, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Okay, es kommt noch. Wir werden noch die Möglichkeit haben. Können wir mal im Inventar den Stift, wenn wir noch eine Weile behalten. Ich markiere den Schläger lieber. Dieser Poloschläger ist Eigentum von Edna Konrad. Gut nachgedacht. Jetzt wird es im Poloclub nie wieder zu Verwechslungen kommen. Hurra. Das klappt so nicht. Diese Fähigkeit ist bereits mit Harvey 1 beschriftet. Wer mir da wohl zuvor gekommen ist? Tja. Ich glaube nicht, dass ich das kaputte Stuhlbein markieren muss. Das würde sowieso keiner klauen. Denkst du? Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Tja. Na dann. Schreibtisch haben wir da schon. Eine Seite haben wir schon gekritzelt, aber... Lampe können wir nicht bekritzeln. Na dann. Hoppla! Absicht! Psst! Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Hurra! Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Die Vase können wir. Hier habe ich bereits genug Schaden angerichtet. Ich sollte sie nicht auch noch demütigen. Okay. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ja, hier rein. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick üben. Leider und den Au... Oh nein. Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Ich habe auf YouTube mal nachgeguckt. Ich habe auf YouTube nach Edna bricht aus Let's Plays geguckt. Ich bin ja keiner, der sich über andere Leute lustig macht. Also ja schon, aber ich bin keiner, der sich über kleine Kiddies lustig macht. Das ist. Aber ich muss euch mal erzählen. Ich habe ein Let's Play gesehen von einem YouTube-Kiddie, was versucht hat, Edna bricht aus aufzunehmen und an dieser Stelle gescheitert ist. Und einfach nicht geschafft hat. Und einfach, der sich stundenlang versucht hat, an diesem, durch die Säule davor zu schieben und dann da rauszukommen aus dem Fenster und dann dort das nicht geschafft hat und das Let's Play abgebrochen hat. An dieser Stelle. Ja, gut.
Es gibt noch andere Stellen im Spiel, da kann man es unter Umständen vielleicht verstehen, dass da einem ein bisschen zu, das Rätseln zu blöd wird, aber ja. Hey! Oh, oh, ich verdufte lieber. Warte, gefällig! Was? Nein. Rein hier. Ach, ich habe wieder vergessen, das Fenster vorher aufzumachen. Aufmachen. Und raus hier. Nein! Was soll das? Mach das Feuer auf. Marsch! Willst du? Leppel! Und ich aber. Okay, ich brauche hier auch ein paar Anläufe. Hey! Oh, oh, ich verdufte. Warte gefälligst! Hoppala. Und jetzt kommen wir mal hier von innen. Von außen nach innen. Ich so nicht auf. Ich brauche mein Werkzeug. Übrigens, hübscher Hintergrund, hübscher Landschaft, schöner Ausblick. Wenn wir da nach hinten gucken, sehen, können wir hier die Kirche schon sehen. Kleiner Spoiler. Wir brauchen einen Fußnagel. Bah, lecker. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Ja. Sind jetzt von dieser Seite. Ich hoffe, der ist noch drin. Wo kommt denn der her? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch zurück. Willst du mal? Lepp, musst du schon. Okay, machen wir es nochmal richtig. Okay, ich weiß, aber ein. Und jetzt zeige ich das den ganzen Weg nochmal von vorne. So. Zum Glück ist alles vorbereitet. Müssen Stieße noch mal herlocken. Hey! Ich verdufte. Warte gefälligst! Rein mit ihm, raus mit uns. Sollten wir mal gucken, dass er auch wirklich da ist. Na verdammt! Ich muss das anders stellen. Ich muss überprüfen, dass er wirklich okay, da ist, dass uns ich weiß, aber eigentlich. Wenn wir schon um die Ecke gehen und dann klappt das nicht, daran hängt's. Hey! Oh, ich verdufte. Warte gefällig! Hier mal raus und hier jetzt warten. Was soll das? Ah, da ist er. Komm sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. So, hier mal rum. Da mal rum. Sperren wir den guten Stiesel dort ein.
Dann gibt es keine Rumgestelle hier mehr. So, schnell mal die Säule schieben. Und das Lexikon. Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Das ist das Geheimnis. Schon kommt er nicht mehr weiter. Ich bin hier noch drin! Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Tja. Dachluke. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Nimm Dachluke? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Auf jeden Fall. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Use the Luke Force. Ach du Scheiße. Jetzt können wir bestimmt mal hier nach draußen ihn noch mal ärgern. Oh, du! Mach's gut, ich gehe meine Freiheit genießen. Wir stehen zu dicht dran. Gibst du mir ein Autogramm? Na klar, Süße. Komm einfach rüber, zu mir ins Fenster. Vergiss es. Dein Autogramm interessiert sowieso nur die Typen vom Sozialamt. Komm rüber ins Fenster, das ist eh ja gut. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Sagte sie. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Das ist ein kleiner Bug hier. So, auf jeden Fall müssen wir hier mal... Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Die Sendung mit bekloppten, mit großen. So. Dann ist der Weg jetzt hier frei. Dann können wir... Warte. Wir haben hier noch was zu erledigen. Ich meine, das können wir auch noch später machen, aber... werden wir auch noch später machen. Hier nochmal hin. So unbedingt. Hier nochmal kritzeln. Edna was hier. Schreibt immer Edna was hier hin. Sehr schön. Can send me. Ja. So, Zelle voll gekritzelt. Hurra. Schade. Der Stift schreibt nicht auf den Rotorblättern. Sehr schade.
So. Da ist der Stiesel drin. Jetzt können wir hier uns relativ frei bewegen. Auch von dieser Seite? Verschlossen? Aha. Da, wo ich hin will, gibt es bestimmt viel tollere Stühle. Das mag sein. Keine Zeit zum Ausruhen. Ein stuhliger Stuhl. Stuhlvolles Beispiel der Stuhlhaftigkeit. Stuhltastisch. Na, mein vierbeiniger Freund? Können wir nochmal draufkritzeln? Können wir. Was hat denn Harvey dazu zu sagen? Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Glaubst du? In der Kommandozeile stand Stuhl. Zähl die Beine. Es muss ein Pferd sein. Tja. Dieser Stuhl hat sie noch alle. Im Gegensatz zu gewissen anderen Personen. Sagt der Richtige. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Tja, spielt man Polo im Sitzen? Guck mal, die Tür bekritzeln. Schön. So, eine Etage runter. Diese Etage haben wir abgeschlossen.